you're well this fine morning. Let's build something jaw-dropping today. Something that'll inspire us while we do a hard day's work. Ja, Tag 41. Wir sind wieder da. Wir sind wieder wach. Und wir müssen erstmal hier eine Riesenernte einfahren, bevor wir irgendwas machen können. Na toll. Aber besser, als wenn da irgendwas draufkommt. Saugen wir das ganze Zeug erstmal ein. Meine ganzen Zweiglein sind fertig. Und auch wie heißen die? Die habe ich gerade schon mit eingesaugt. Den Mais. So. Der Epi redet nicht mehr mit mir. Der ist sauer seit letzter Nacht. Nein. Ich bin zu oft übers Wasser geschwebet. Nein, du hast dich so breit gemacht im Bett beim Schlafen. So, Honigflaschen sind noch nicht fertig. Die sind ja gerade erst gemacht. Unkraut müssen wir mal wegmachen. Zack. Heute scheint es den ganzen Tag zu regnen. Also wenn du noch irgendwas hast, was du reinmachen kannst, knall's rein. Das meine ich übrigens nicht wortwörtlich. Ich habe erstmal das Aluminium hier noch geholt, falls wir es auch nochmal brauchen. Aber wir sollten... Erstmal gucken, was wir da finden. Ja, aber du hast ja... Ja, gut. Was haben wir denn? Nein, nicht der Händler. Ach. Mann, ich muss doch was verkaufen. Ich habe keine Zeit. Ich muss hier doch noch die Dinger reinmachen. Wir haben noch keine Zeit. Und denk dran, dass wir diese Dingsbumsbarren da noch ins Haus reinstecken, weil sonst kommen wir da nie weiter. Es muss ja nur einmal kurz abgeschlossen sein. Ja, aber ich brauche eben... 3 Barren brauchen wir dann noch. Nein, brauchen wir nicht. Doch. Sonst kriegen wir die Passive ja nicht. Okay, jetzt habe ich nichts mehr. So. Also. Jetzt bleib mal stehen. Ich will jetzt ausnahmsweise mal mit dir reden. Trulla. So, das. Well, I can't not buy it, can I? Das ist auch ein bisschen mehr. Okay. One trash is. You know the line. Okay. Wenn du was gekauft hast, dann sind die Sachen ja auch schon hier raus, nehme ich mal an, ne? Wie meinst du das? Ja, dass ich nicht irgendwelche Sachen nochmal kaufen kann, Entwürfe, die du aber schon gekauft hast. Aber wir brauchen unbedingt Kohle. Wir können keine Eisenbahn machen und keine Dings. Lass uns doch erstmal das Gebiet erkunden. Ja, aber ich will mir eben diese Verbesserung machen. Das sind 2 Teile. Ein Stahlteil habe ich. Mir fehlt ein Stahlbarren. Hast du noch einen Stahlbarren irgendwo? Keine Ahnung. Muss ich gleich gucken, wenn ich nicht gerade hier drin stehe. Ich hab dir dein Plumpsklo geholt. Das können wir jetzt ganz toll aufstellen, wenn... Ich hab gelbe Kristallstaub entdeckt. Ja, den hast du aufgesammelt. Den habe ich gemacht. Wenn wir endlich mal die 3 Barren hier reinkriegen, dann können wir nämlich alles maximieren, was wir haben. So, Fraktitalbarren. Frakto, Dingsbums, Fraki, Fraktakel. Die sind auch nicht in Mache, oder? Du hast die auch. Achso, was wolltest du haben? Stahl? Ich suche gerade Kohle, ja. Ich brauche einen Stahlbarren. Ja, habe ich hier. Ich habe 5 Stück. Wo hast du die? Weil ich doch aus Versehen zu viel gemacht habe, habe ich ja doch gesagt. Ja, warum sind die nicht in der Kiste drin? Warum kannst du das? Weil ich die noch hier drin hatte. Vielleicht brauche ich auch 4 für eine Verbesserung, ich bin mir nicht sicher. Also aber kann ich dann jetzt zur Not auch später machen? Wo bist denn du jetzt? Jetzt bin ich gerade hier hinten. Ja, ich suche gerade Kohle, aber hier ist auch nichts mehr an Kohle. So, in welche Richtung müssen wir denn überhaupt gehen? Da oben. Aua. Ist jetzt im Jute-Sack drin. Okay, das ist gut. Gut. Weil bevor ich jetzt noch mehr Zeit jetzt hier verballere... Jetzt warte doch mal eben, ich bin doch sofort dann fertig. Meine Güte, ey, die Frau... Die ist ja, ich kann ja schon mal rübergehen. Ich kann ja schon mal die ersten Fehlversuche machen. Ich möchte sehen, wie du da absäufst. Ja, das war mir klar. Oder ich. Du möchtest doch sehen, wie ich absaufe.
Kann ich hier... Nee, Wasser habe ich, glaube ich, aufgefüllt. Ne? Ah ja, schade. Jetzt hätte ich das hier mal eben aufgefüllt. Ich gehe aber trotzdem schon mal rüber. Ich sammle unterwegs noch mal ein paar Gummibärchen ein. Oh. Das war zu schnell. Die kleinen Gummibären, die sind doch... Gummibären sprießen hier und dort und überall. Aber warum läufst du hier hinten rum? Hier ist das doch gar nicht. Ach, hier ist eine Blume, okay. Das sieht mir ganz gut aus. Wo bist denn du jetzt? Gehst du jetzt zum Camp oder zu mir? Ja, ich muss kurz zum Camp, weil ich jetzt Sachen geholt habe. Hier vorne waren wir ja schon mal. Das kleine Stückchen, das kennen wir ja schon mal. Gucken, wo man dann am besten da rüberkommen könnte. Sind das die... Ne, das sind nicht die Muscheln. Okay. Also theoretischerweise würde ich sagen, könnte man hier durch die Mitte durch. Dass wir quasi darum gehen. Man sieht halt oben nicht alles, aber ich denke mal, dass das, was jetzt hier so halb offen ist, dass das die Insel ist. Ich warte hier mal auf den Epi, bis mein Roboter verrostet ist, weil es ja so stark regnet. Ja, wir haben mitten in der Nacht und der Epi ist angekommen. Ja. So, und jetzt verzicht dich. Verbiesel dich. Aber wo geht das jetzt hin? Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob das klappt. Warte erstmal ab. Oh. Tornado-Felsinsel. Warum geht's gar nicht jetzt? So verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil du nicht am Sprinten warst. Oh. Okay, hier ist dann nur noch ein kleiner Sprung. Also wenn du diesen großen da geschafft hast, das schaffst du eigentlich mit deinem normalen... Oh, was haben wir denn hier? Können wir euch abbauen? Hallöchen. Oh, warte. Foto. Mist, ich muss erstmal ein Stück zurückgehen. Sonst schaffe ich das nicht. Dann kriege ich das nicht drauf. So. Und zack. Hallo. Jetzt. So. Den können wir auch normal abbauen, das ist schon mal gut. Hier sind Schlangen. Glühfrucht. Schreiben wir mal auf. Glühfrucht. Und Glühholz. Warst du das gerade? Nein. Okay. Es sieht alles dschungelmäßig aus hier. Warte. Oh, da oben auch. Spiralrand. Der Spiralrand, ja, das ist jetzt neues Öl. Das würdest du in so einem... Warte mal. Hier ist noch was zum Fotografieren. Wie komme ich jetzt noch mal tiefer? Das weiß ich nicht mehr. Du musst dich bücken. Ah, so. Nein. Oh, ich wollte gerade sagen. Warum zappeln die jetzt so? Mann, ich hoffe, die sind jetzt wenigstens nicht am Zappeln, während ich da Dings mache. Nee, ich hab sie gezappelt. Spiralrandensamen. Zeigt dir aber nicht als neu an. Ja, weil ich doch gerade die ersten geholt hatte. So. Gibt's da hinten noch? Ah, da hinten sind noch welche. Was sind das denn für Viecher? Hallo. Ach so. Hier sind auch neue Vögel. Vögel? Vögel, hier oben nicht ist Vögeln. Wieder. Hier oben ist wieder ein Dinosaurier-Skelett. Oh. Nein, komm sofort hier hoch. Hier. Hallo, hier. Wo es die ganze Zeit am Flackern ist. Hier. Ja, komm sofort hier hoch. Mach. Komm, schneller. Der Epi, der ist so ein lahmarschiger Sack hier. Jetzt mach schon.
Ja, wir wissen zumindest, warum er so ein lahmarschiger Sack ist. Weil er sich nicht auf den Beinen halten kann. Mach die. Ich kann das nicht ohne Verbesserung. Da. Was soll ich denn machen? Ja, hier! Mach die Augen auf. Och, Mann. Ich brauche noch 3 Barren davon. Da hinten sind auch noch welche oben. Und ich weiß nur nicht, wie die hochkommen. Ich glaube, von rechts. Oder? Ja, von ganz rechts muss... Hallo, muss nach rechts gehen. Oh. Das ist links. Genau, da ist rechts. Und dann am Busch links. Hinter Mond gleich links. Und dann links hoch. Das ist rechts. Dem Epi muss man echt mal erklären, wo rechts und links ist. Muss einfach nur den Berg hochgehen. Was ist jetzt so schwer da dran? Ja, sag mir doch mal, wo die sind. Den Berg hoch, immer noch. Hier hoch. Ja, und noch eins höher. Du siehst das doch von oben. Da oben? Jetzt sehe ich nicht von da. Ich sehe das von jeder Stelle, wo ich rumlaufe. Nee. Diese Blüten, das sind die normalen gelben. Ja, da drüben auch. Ne? Ja, ja. Guck mal. Das sind die gleichen, aber die sind am Leuchten hier. Wo ist er? Hier. Siehst du das? Die sind total aggro. Mhm. Es tut mir leid, Leute, aber der Epi muss hier mal eben Erz abbauen. So, da, wo ich hinleuchte, den Berg hoch. Fällt mir ein, ich habe da noch gar kein Bild von mir gemacht. Ja, da. Warte mal, von dem hier hinten mache ich mal kurz ein Bild von. Du kannst hier unten das schon mal machen. Hier oben sind auch noch mal mindestens 3. So. Und so. So, einmal hier hoch. Die 2 noch. Okay, sind 4 insgesamt hier. Da eine Ecke? Nein, nicht dagegen laufen, Schatz. Einfach nur in die Ecke gehen. Du sollst nicht immer so viel saufen. Das habe ich dir schon mal gesagt. Ja, aber dann wird es ja richtig funktionieren. Ja, genau. So soll das ja eigentlich auch sein, wenn ich aufnehme. Da noch einmal. Warte mal. Kann ich abbauen. Hattest du die eben abgebaut oder ist das wieder was anderes? Und da oben das ist die noch. Das ist Glühholz, oder? Das ist nicht, oder nee, die Palme. Weichholz ist das. Ja, ja. Nein! Ach, kommt, Leute. Ernsthaft. Mitten, wenn du gerade am Sprinten bist, weißt du? Since it's raining today, you won't have to water your crops. Why don't you sow some more seeds? Hier, hier. They'll also benefit from the rain. Komm, 2 Fuß, da. Ich muss dem Epi jetzt immer sagen, wo der hinrennen soll. Weil sonst rennt er mal genau falsch. Hier links ist noch was. Ich gehe mal eben in die Höhle rein hier. Aua. Dum, dum, di, dum. Hallo. Hier haben wir Kohle drin. Nimm die mal mit. Ich nehme die immer mit. Wenn du Kohle suchst, die sind eigentlich in jeder Höhle, habe ich sie bisher gefunden. Also wenn mal draußen keine ist oder so, da wo wir immer gucken, dann musst du normalerweise nur in diese Höhlen reingehen. Da habe ich immer so 1, 2, ja, wobei 2, 3 eher. Also unter 2 habe ich es normalerweise. Schwarze Farbblume, die haben wir noch nicht, oder? Da hinten ist auch noch eine. Hi ho, hi ho, der Mesh und ich sind froh. Ich hab die schwarze Farbblume entdeckt. Jetzt komme ich nicht mehr in die Höhle. Moment, da hinten war aber noch eins, was ich noch machen konnte. Wo war denn das jetzt hier? Genau. Wenn schon, denn schon. Dann nehme ich natürlich die ganze Kohle mit, ne? Ich habe jetzt gedacht, das ist so ein böses Gebiet hier, aber irgendwie... Hallo, das ist ein schönes, ruhiges Spiel. Da gibt es keine bösen Gebiete. Ja, aber wir müssen es nicht bereinigen, das wundert mich. Oh, der ist so ein Idiot, echt.
Wieso? Was ist denn? Das habe ich jetzt schon wieder gemacht. Hat der das jetzt? Ja, was hast du wohl gemacht? Das weißt du ganz genau. Nein. Ich habe zuerst gedacht, dass du das bist und bin dann durchgelaufen, war dann meinen Mesh am Suchen und habe deinen Namen dann hinten gesehen. Das erklärt aber zumindest auch, warum der die Kohle direkt reingezogen hat hier. Ah, oh, hier sind schöne Bäumchen. Ich mag die Insel sehr. Müssen wir denn hier eigentlich irgendetwas? Ja, wir müssen sie ja nicht befreien. Das ist einfach nur so ein Goodie anscheinend, ne? Können wir hier mal... Nein, ich will hier keinen... Ach, Mann. Schade, dass man das nicht kleiner machen kann. Ich weiß auch nicht, ob der das mit der Bildbearbeitung den Text da rauszieht. Oh, was seid ihr denn? Hallöchen! Hier sind so komische, quallenartige Wesen im Wasser. Ja, habe ich auch schon gesehen. Oh, die hören sich ja cool an. So eine Art. Mhm. Ja, ja. Ne? Ach, hier geht's nicht weiter. Das hätte ich mir auch vorher sagen können. Aber hier finde ich es schön. Hier ist schön Wasser überall. Hier ist Strand. Das Einzige, was ich jetzt gerade nicht so weiß, hier ist sehr viel Strand. Warte mal, wenn wir da... Ja, ungefähr in die Richtung... Nee. Da kommst du wahrscheinlich nicht hoch. Ich glaube, du kommst nur bei mir hier. Warte, ich markiere ich markiere das mal. Ich glaube, du kommst nicht hier in den Bereich. Ich weiß, wo du hochkommst. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob auf der Seite noch was ist, aber... Ah, ist das schön hier. Hier würde ich leben. Vor allen Dingen gibt es hier nichts, was einen fressen will. Das ist auch schön. Guck mal, also hier ist eine Höhle. Da können wir nochmal reingehen. Au. Hier eine blaue Blume. Och, komm, ey. Warte mal, aus der Höhle kamen wir jetzt, ne? Und den Weg sind wir... Nee. Hier oben ist Erz nochmal. Hier ist ganz viel Erz, wo ich bin. Bin auf der anderen Seite gleich. Ach, die sind wieder neu, alle, die du eben geholt hast. Hier. Du musst nach hier kommen. Nein, ich bin auf der anderen Seite. Ich Doch, das ist wichtig. Das ist dieses Fraktal-Dingsbums. Ich durfte ja die Verbesserung nicht machen. Ja, die kannst du natürlich machen, wenn du da... Nee, ich habe ja nichts gehabt dafür. Wir hatten ja nur für einen Mal. Und du wolltest das ja unbedingt selber machen, weil du ja Eisen. Die andere Wir auch haben so hast. Viel Eisen gehabt, das stimmt Jetzt komm endlich nach hier! Wir müssen das Fraktal... Nee. Wir müssen das Erz holen. Der Epi ist gerutscht. Gerutscht ist er. Da oben, die sind alle wieder da. Ja, aber du kriegst da keins von ab, weil das sind Regenbogenmaterialien, die darfst du nicht haben. Nee, die kann ich ja nicht abbauen, das ist das Problem. Sonst würde ich dreimal am Tag hier hinkommen, das bringt nicht viel, aber... Einmal am Tag würde ich immer hier hin, weil da brauchen wir jede Menge von. Ja, aber... Ja, kein Aber. Drei nur fürs Haus. Die müssen wir als erstes reintun und dann für die Verbesserung. Ja, und dann ist... Ich bin überladen. Jetzt kann ich nichts mehr nehmen. Ja, ich kann nichts mehr nehmen. Doch, du kannst alles nehmen. Du kannst nur nicht fliegen. Also, ja, aber ich will fliegen. Dann schmeiß ich es weg wieder. Ja, gib's mir doch sonst. Ich kann es ja nehmen, aber nicht abbauen. Hier, einfach mal den das, ganzen Stapel. Nimm mal das so lange. Das war das Schwere, nämlich. So. Aber... Das sind aber mehr. Hä? Jetzt komm mal mit, die Artefakte holen. Komm mal mit. Guck mal, dieser wunderbare Ausblick hier. Auf die hintere Insel. Ja, weil Artefakte, wie gesagt, ist unheimlich wichtig, dass ich halt jedes mitbekomme. Ja, da fehlt eins gleich. Eins war nämlich am Eingang. Dann kriege ich die Krise. Ja, es fehlt. Weil ich wusste, was das war. Weil du genau weißt, dass ich ja alle wissen muss.
Ich kann dir genau sagen, wo es lag. Es ist so weitläufig hier irgendwie. Ja, das ist ja auch die hintere Insel. Der hintere Teil. Oh, Hallöchen. Oh. Pff. Das war schon. Also hier. Hallo? Ah, warte mal, da hinten sind auch noch welche. Hm. Und da sind noch welche. Und ich kann nicht bremsen. Oh, hinten rechts sind noch welche. Warte, lass mich die noch kurz holen. Oh, dieses Umschalten. Ich glaube, ich habe das mal eingestellt, dass man das nicht gedrückt halten muss. Aber das ist trotzdem blöd mit dem Umschalten. Also, dass man, wenn man das vergisst, dass das dann nicht gemacht ist. So. Letzte Stelle. Habe ich jetzt alle? Ah, ich kann nicht drehen, kann nicht drehen. Oh. Oh, ich sehe nichts. Oh, da hinten, die müssen wir auch noch abbauen dann. Ich sehe wirklich nichts. Die Sonne, die ist so dermaßen grell in mein Gesicht quasi hier am Schein. Also ein Artefakt liegt hier vorne in dem Schrott drin. Ist das eins? Ja, das, wie heißt denn das hier eigentlich? Ah, da steht immer nur Ancient Ruins. Da steht erstmal nicht drin, wie das auf Deutsch ist. So, das Wichtigste ist, wo ist jetzt das, was... Hier. Also das hier, war der Sauger, das war gar nicht hier das. Hier zwischen den Dingen, hier lag auch eins, genau hier vorne an. Genau zwischen hier zwischen. Den Dingern. Dann rennen jetzt nicht weg. Du kannst die ja von mir aus aufheben oder muss ich wissen, wo die sind? Also und soll ich das jetzt eins? Aufheben? Ja, kannst du ruhig aufheben. Geht nur darum, dass ich wissen muss, wo die sind und dass ich zum so, einen das natürlich zeigen kann. Aber jetzt ist wahrscheinlich irgendwo im Wasser hier oder in dem... Ja, aber wir müssen da auf jeden Fall mit den Dingern hinfliegen können. Also wir können nicht ja, mit den Kleinen da. Ne, ich gehe erstmal hier rüber. Was da oben auf... Siehst du das oben auf dem Turm da? Da ist einer drauf. Ja, ja, da musst du von links hochspringen und rechts ist auch nochmal einer. Da komme ich eventuell so drin. Also da oben. Ich meinte jetzt eigentlich hochspringen mit dem Kleinen, aber so geht's auch. Aber ich komme da jetzt nicht dran. Aua. Okay, dann machen wir das anders. Hier unten, unter dir drunter ist noch eins. Ich habe da hinten noch irgendwas leuchten sehen. Hast du das eine von unten? Ja, das unter dir habe ich und das daneben hier, was auf dem Ding drauf war. Ah ja, auf der anderen Seite leuchtet noch. Aber lass uns erstmal hier gucken. Ich denke mal, hier links wird auch noch was drin sein. Achso, ich habe das Ding aus, deswegen. Wo ist bei dir liegt? Ach, da. Wirst du wahrscheinlich mit dem Kleinen besser durch... Ne, dann kannst du nur mit dem Kleinen durchlaufen. Ja, hier hinten ist eins. Wo ist hier hinten? Hier auf dem auf der Plattform da. Achso, da oben und unter dir drunter ist auch nochmal eins. Oh, das war zu viel. Und der Epi rutscht mit seinem dicken Popo da runter, das habe ich genau gesehen. Es sah irgendwie niedlich aus. Ja, wie gesagt, da unten drunter war jetzt gerade noch eins. Das habe ich jetzt noch geholt. Ui. Ja, das haben sie wieder so schön hier. Das heißt, hier ist definitiv nur eins. Ja, da hinten. Willst du da hochspringen? Da, ja. Da bist du direkt drüber. Genau. Da oben ist eins. Geht so nicht. Nur, dass der Epi da nicht mehr hochkommt. Der hat so viel von den Mürzelzeugs gegessen. Ja, was ist das, ey? Warum kann man nicht sprinten in dem Spiel richtig? Er bricht immer ab damit mit dem Sprinten dann, ne? Ja, dann hast du es vielleicht auch so ein... Pff, hallo? Dann hast du es vielleicht auch so eingestellt, dass du nur einmal drücken musst. Ich hätte es gar nicht vorgestellt, das ist ja das... Ja, oder es ist jetzt standardmäßig so. Das kann natürlich hier hinten, das ist noch eins. Wo, wo, wo? Hier? Da. Hier? Wie viele haben wir eigentlich schon? Sechs, neun von 16. Ja, warte, da oben ist noch eins auf der Kante. Wie kommen wir denn da hin? Müssen, hier wir, müssen wir von vorne einmal rum. Ja. Ah, hier drüber. Geh mal mit deinem dicken Popo vor. Na gut, dann hole ich das. Sieht aus, als wenn du deine Windel an hast. In dem Anzug. Das sagt hier der kleine, wie heißen die Brothers hier, die Klempner?
Ich will immer Blues Brothers sagen. Ich weiß nicht warum. Mario. Mario Brothers, genau. Ich habe jetzt einmal das Blues Brothers im Kopf. Warte mal, hier sind wir hergekommen, oder? Ja, ja, hier sind wir hergekommen. Wo bist du denn ich jetzt? Ich denke. Ach, da vorne. Ich bin hier. Ja, ich gucke nur mal in den Ecken, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist nichts. Weil das ist immer so. Warte mal, ich komme und mach mal Licht. Hier vorne werden auch nochmal Ecken. Oh, ich komme hier nicht rüber. Was ist das denn? Also da oben ist zumindest nichts auf dem Ding, oder? Warum kann man da hoch? Nee. Also hier ist nichts mehr. Da würde ich jetzt spontan sagen, nee. Dass wir die Seite geklärt haben. Ah, ich sehe da hinten eins. Komm mal auf der anderen Seite. Ja, das ist ja das, was ich eben meinte. Aber da erst hingehen... warte mal, wenn wir jetzt sowieso darüber gehen, dann sauge ich die kurz auf hier. Hier ist auch noch eins. Da geradeaus durch. Wo? Siehst du, wo ich bin? Hier geradeaus durch. Da, wo die Container sind. Auch mal direkt mit. Oh, hier vorne ist auch noch eins. Mach's ab, ne? Ja, ja. Also da hinten, das wäre dann die 11. Hier vorne dazwischen ist noch eins. Wie ist das hier, eine Palme? Mhm. Flatter, toll. Ich kann die Flatterpalme gar nicht wegmachen, aber ich komme nicht an das Ding rein, weil ich es nicht anvisieren kann. Das ist ja richtig toll. Ah, jetzt. Okay. So, dann da hinten, wo du jetzt bist. Warte, dann brauche ich ein bisschen Anlauf. So, jetzt haben wir 13. Das heißt, es fehlen noch 3. Wahrscheinlich hier hinten irgendwo, ne? Oha. Das würde mich fast schon nicht wundern, wenn das da ganz oben sogar noch drauf wäre. Hier ist eins, hier ist eins. Wo? Hier bei mir. Ach, da oben drauf. Und eins ist, leuchtet, irgendwas leuchtet hier noch. Ja, unten drunter könnte vielleicht noch eins sein. Die sind gerne mal so versteckt. Warte mal, ich gehe mal eben nachgucken. Oder? Ne, das sieht mir nicht danach aus. Kommt mal her, Schnecken, ich saug euch ein. Ne. Hier drunter ist nichts mehr. Das heißt, zwei fehlen irgendwo, ne? Warte mal, könnte auf dem Turm hier oben noch was sein? Kommt man da drauf? Wir sind jetzt mal Misch. Ja. Aber es gibt keinen. Doch, es gibt hier eine Leiter. Wenn es hier eine Leiter gibt, dann gibt es bestimmt auch ein. Ja, aber kann man die Leiter. Kann man da hochgehen? Das ist nee, kann man nicht hoch. Nee, kann man nicht hoch. Ich denke mal hier, das ist nicht mehr der Bereich, der dazugehört, oder? Oh, aber hier hinten ist Aluminium. Also hier sehe ich jetzt nichts. Oh, aua. Also da hinten ist auf jeden Fall. Das muss sich hier irgendwie am Gebiet wirklich Wasser. Aber ich gehe mal da hinten auf den Berg. Weil irgendwie. Es fehlen ja nur noch 2. Das heißt, es wird jetzt wirklich wieder so eine. Ich muss das Ding mal ausmachen. Geschichte. Es ist doch bestimmt irgendwo verwinkelt in dem Ding, wo wir drin waren, oder? Oh, warte, ich muss hier nochmal eben was aufsaugen. Geht aber nicht mit der Säge. Also hier sehe ich auch nichts. Na, ach komm! Ey, beim Runterspringen, ich bin in der Luft gewesen. Da machst du den Tag rum. Ja, und vor mir fallen die Sachen auf den Boden, weißt du? Let's build something jaw-dropping today. Something that'll inspire us while we do a hard day's work. Das war aber die Ecke, wo wir eben waren. Hm.
ist natürlich nicht mehr so schön dunkel. Ich gehe nochmal hier unten reingucken. Ist hier irgendwo was da drunter? Auch nicht. Lass ich hier durch? Ja. Alter. Also hier oben ist eine Leiter, aber da bist du ja nach ganz oben geflogen, ne? Ja, nur auf der Plattform, wo du jetzt auch bist. Ja, mehr kommst du da. Es sei denn, du kannst. Ach, warte mal. Da ist aber eine Leiter an der Seite, wo du hoch könntest, oder? Als Männchen. Nee, das ist nur hier die, wo ich hier oben bin. Jetzt ist hier nichts mehr. Weil das jetzt so zwei sind, weißt du? Das fühlt sich so an, als ob das irgendwo ganz blöd in der Ecke wieder verwinkelt ist. Ja. Aber irgendwas, wo du halt nur drankommst, wenn du mit dem Kleinen rumläufst, weißt du? Ja, aber du musst es doch wenigstens irgendwie sehen können. Ja, deswegen gucke ich ja. Manchmal übersiehst du das so schnell, weil du dann oben am Springen bist und nicht siehst, dass unter dir irgendwo was leuchtet, zum Beispiel. Hier ist auch nirgendwo. Du bist bis da oben gesprungen, aber da kam es ja dann auch nicht höher. Aua! Aua! Gestolpert. Also ich nicht, aber mein Mech. Jetzt ist der Michel so gefangen. So. Jetzt komme ich. Was? Der Michel ist gefangen. Der Michel ist gefangen. Ich komme ja nicht mehr raus. Ach, da hinten. Ach, was hast du denn da jetzt schon wieder gemacht? Sag ich nicht. Andere Sache, die ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht irgendwo im. Guck mal links von dir bei den Kisten. Da komme ich jetzt so gerade nicht hoch. Dass das vielleicht irgendwo im Wasser sein könnte oder so? Aua. Dass das immer wieder überschwemmt wird oder sowas in der Art? Möglich. Hier bin ich. Da habe ich ja von oben mal versucht zu gucken, aber. Also auch wenn ich die Büsche hier abmache. Da ist nichts. Au! Was machst denn du? Ja, ich muss da oben gucken, aber jetzt ist der jetzt. Gleich habe ich ihn wirklich eingekeilt. Kann man den dann befreien, wenn der nirgendwo mehr weg kann? Ich glaube, du hast so ein. Warte. Hilfe, ich stecke fest, kannst du unter Escape machen. Mhm. Noch lange nicht. Na, lange würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber. Aber ich muss noch. Ich tritt dich. Was ist denn. Kann das vielleicht oben auf den Felsen irgendwie hier ja, sein? Ja, hab ich aber. Weiß nicht. Ja, aber die Frage ist, gehört das noch dazu? Aber das ist so. Ich finde, das wäre dann zu schwer. Nichts drauf. Hast du hier auf den Warte mal, wir waren aber nicht da hinten links, oder? Ja, ich hab's, glaube ich. Komm mal hier hin zu mir. Das ist da ganz hinten. Man muss einmal auf die Insel hier hinten das Stück. Ich sag da ist doch, ein Container. Auf den Inseln. Warte.
Jo, ein, also eins habe ich, eins liegt hier. Warte. Du sollst nicht fliegen, du sollst bleiben. Ah, ja, jetzt seh ich's, okay. Na, ne? Okay. Dass die Insel noch... Ich hatte jetzt gedacht, da gegenüber jetzt, nicht unbedingt hier außen auf der Insel, weißt du? Ja, aber wahrscheinlich ist es jetzt hier nicht mehr, hier ist nichts mehr. Gibt es noch eine Insel? Ah, du hast die Pflanze gar nicht mitgenommen. Welche Pflanze? Die schwarze hier. Ja, schwarze hatte ich schon. Wenn, dann kann ich nur das Holz mitnehmen. Ja, Insel in dem Sinne jetzt nicht. Ich habe nur gedacht, bei dem Streifen da hinten. Aber wenn das so weit noch geht, dann könnte es ja theoretisch auch da hinten noch sein. Obwohl das sind. Oben drauf meine ich, dass nichts ist. Boah, ist das, ey, mit der Shift-Taste, das ist echt Dreck. Ganz ehrlich. Weil hier, also, meine ich, ist das Gebiet nämlich nicht mehr dazu. Ich weiß es nicht, aber guck mal, da hinten, wenn du einen Container siehst, das ist so ein Hinweis, wo ein Container liegt, das habe ich mir, oder da oben hoch noch, das könnte doch sein, geh mal da hoch. Ja, ich guck gerade, ob ich unten was sehe von hier aus, aber... Es war scheiße, dass es jetzt nicht Nacht ist, weil in der Nacht hättest du die Dinger besser gesehen, fand ich. Ja. Unten unter dem Bogen eventuell, aber... Also hier oben ist nichts. Da hinten kommt nur das, was wir schon hatten. Da kommt das mit dem Eisen. Oh, das ist nicht euer Ernst, oder? Was ist das? Nee, aber da hinten sind Eier. Da musst du über diese Inseln drüber hüpfen hier oben, um an die Eier dran zu kommen. Nice. Jetzt bin ich am Überlegen, ob man das eventuell... Aber da hinten, das gehört doch nicht mehr dazu. Gucken, ob ich da hinkomme überhaupt. Oh! Oh, scheiße. Nein! Oh. Okay. Aber von, ich glaube nicht, dass sie das so blöd gemacht haben mit dem letzten Teil, dass das irgendwo auf so ein Ding drauf ist, oder? Ich meine, die Eier, die musst du ja nicht unbedingt haben. Weißt du, was ich meine? Da brauchst du dann auch nicht hin zu fliegen. Aber das Ding musst du halt haben, damit du das komplettierst. Ich hab's. Es ist total bescheuert. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Komm mal hier hin. Ich hab mir jetzt fast gedacht, dass es in so einem scheiß Versteck ist. Ihr werdet mich nie finden. Ich seh dich doch. Aber wie bist du da? Ach, dann ist es doch hier. Aber da bin ich doch. Da kam ich doch nicht durch unten, oder? Ich bin von oben mit dem Bot reingesprungen. Warte mal. Du musst mit dem Bot hier hinspringen auf dieses Ding. Will ich jetzt mal eben testen. Ah doch, ich komme doch hier durch. Da unten ist es. Und damit haben wir den Ladedock erkundet. Aua. Und der Epi ist schon wieder auf die Fresse geflogen. Das. Oh, jetzt hänge ich hier in dem Ding drin. Steh auf. Juhu. Auch wenn diese Folge mega lange geworden ist. Also kann sein, dass ich die im Nachhinein dann ein bisschen schneide. Die Zeit, wo wir hier rumgelaufen sind, dass ich das dann vielleicht ein bisschen verkürze oder so. Aber immerhin konnten wir euch alle Artefakte zeigen. Das ist ja auch schon mal was wert. Und da wird es dann natürlich auch dementsprechend nochmal ein separat... Achso, das ist das Mist. Ein separates Video zu geben.
indem ich das dann nochmal, ja, zusammenschneide oder wie auch immer. Ja, cool. Ich würde dann einfach mal, was haben wir denn? Nee, warte mal. Doch, das ist diese Ecke, wo wir gewesen sind. Sind wir hier oben schon gewesen? Wo? Das war da. Nee, da waren wir noch nicht, ne? Auf der anderen Seite waren wir auch noch nicht, glaube ich. Du läufst jetzt zurück, oder? Nee, ich laufe zur Markierung. Auf jeden Fall habe ich hier was noch nicht eingesaugt. Also nehme ich an, dass wir hier noch nicht gewesen sind. Was ist denn hier rechts? Ach, müssen wir das hier auch? Nee, das ist nur... Das ist normaler Busch. Okay, okay. Aber da hinterhin sind ganz viele von den Viechern. Was meinst Yippie. Du? Ach, diese Leuchtdinger hier. Und Bäume gibt es da vorne noch. Ja gut, Bäume gibt es hier überall. Nein, diese mit den Leuchtbäumen, die brauchen. Und Eisen. Eisen. Oder was ist das? Eisen. Eisen. Und da hinten sind so Weiße. Ach, die Weißen müssen wir auch mitnehmen. Eisen ist auf jeden Fall auch wichtig. Ja, cool. Das ist dann hier oben in dem Teil mit dem Eisen. Also wenn ihr da mal was sucht, da habt ihr auf jeden Fall was. Was ich ein bisschen blöd finde, dass du tatsächlich keinen Port hast zu den einzelnen Stellen. Das wäre mal von mir ein ganz, ganz großer Wunsch, eine ganz, ganz große Bitte an die Entwickler, dass man einen Port kriegt von einer Stelle zur anderen. Von mir aus erst, wenn man die komplett frei gemacht hat. Das ist ja nicht das Problem, dass man halt ein bisschen schneller hinkommt, ne? Also, dass man jetzt nicht überall immer hängen bleibt und weiß ich, ja, jetzt bin ich überladen, das war mir klar. Dass man dem ein bisschen vorbeugen kann. Ja, aber da das jetzt wirklich so extrem lange geworden ist mit der Folge und ich denke mal, mehr werden wir jetzt hier auch nicht finden, dann, ja, sage ich mal, gute Nacht, weil es wird nämlich jetzt schon wieder dunkel, beziehungsweise ist schon die ganze Zeit dunkel. Und ich sag mal einfach bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.